Ja, schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte, als Zeichen meines Respekts. Super. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hoppa Solingham! Wenn du meinst. Du kannst ja gerne Champ werden, damit ich dir direkt den Titel wieder wegnehmen kann. Wenn dein Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit deinem Trank heilen. Bei Vergiftung halt gegen dir, wenn du immer genug Items dabei hast. Kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Danke dir für die Info, die ich schon weiß. Skunk Kapu. Was für Pokémon, ey. Säurespeier. Du sagst von Spezialverteidigung, ich bin Spezialangriff. Das stimmt, das ist ja auch Unlicht. Hab ich komplett vergessen. Ich will ein Käfer-Pokémon. Ich will einen gottverdammten Wald hier haben, wo ich ein Käfer-Pokémon fangen kann. Komm schon, Body. Tackle es. Oh. Wieso muss es Pokémon geben, die Genauigkeit senken? Das ist so ätzend. Oh. Ja, da fliegen wir. Das ist mir zu nervig. Oh. Da fliegen wir. Hier, kriegst du ein Wasser. Pokémon bewegen. Machen wir mal. Ja, lassen wir das mal. Zickzack, zickzack, zickzack. Kopfnuss, das ist gar nicht mehr so schwach. Au. Tut mir leid. Na. Na. Au. Du Mistvieh. Na, da du gerne so physisch angreifst, kannst du mal kreuzweise. Au, das tut trotzdem weh. Ganz viel KP. Überlebt der jetzt noch eins? Das war von Damage jetzt so, dass ich mir nicht sicher bin. Das kann ganz knapp sein. Ja, wir versuchen es. Perfekt, gefangen. Level 15 Memion, Level 14 Kleptifuchs. Bald müssten wir unsere erste Entwicklung sehen. Es teilt rastlos umher, begegnet es einem anderen Pokémon, rempelt es dieses absichtlich an, um einen Streit anzuzetteln. Zickzackst du böses, böses Pokémon. Vulpix. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Höre Mira. Mit einem Vulpix.
Oh, warum kämpfe ich? Ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich wechseln. Oh, doof. Ich würde sagen, Angriff senken. Knochen, das mich überleben lässt. Gut. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Aber. Oh, ich brenne. Das tut doppelt weh. Ich wechsle aus. Zu Kamehaps. Ah, Rutenschlag ist okay. Aquaknarre. Nochmal Rutenschlag, okay. Ich werde jetzt hier nicht jedes Pokémon auf dieser Reise fangen. Sage ich gleich, auch wenn wir jetzt den Vulpix gesehen haben oder so. Mir geht es hauptsächlich darum, die neuen Pokémon zu zeigen in diesem Let's Play. Und ich will auch hauptsächlich nur mit neuen Pokémon spielen. Auch wenn ich gerne einen Gengar hätte, weil Gengar mein Lieblings-Pokémon ist. Aber nein, wir bleiben bei den neuen Pokémon. Deshalb wird das mit dem Pokémon fangen für mich eher dann so eine Sache sein, die ich dann außerhalb des Let's Plays mache. Also sobald ich damit fertig bin, einfach nur fangen und trainieren, entwickeln. Deshalb bitte nicht sauer sein, wenn ich dann doch mal ein paar Pokémon in hier einfach so laufen lasse, auch wenn wir die noch nicht haben. Das liegt dann daran, dass ich halt nicht jedes Pokémon mitnehmen muss. Auch wenn jedes Pokémon hier anscheinend mitkommen will. Die sollte ich langsam mal heilen, habe ich das Gefühl. Hm? Aber ich nehme hier Memion rein. Ist doch kurz vor Entwicklung. Das tut trotzdem weh. Eieiei, 12 KP. Aber das tut noch viel mehr weh. Au. Kannst du ruhig senken, ist mir egal. Ich bin trotzdem stärker. Polly, Level 13. Eieiei. Immer mal Voldi nach vorne. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Du bist 7 oder sowas. Vielleicht 6? Chill mal dein Leben, Laura. Pam, pam. Gut, da bringt mir mein Biss schon mal gar nichts. Aber paralysieren ist immer eine gute Sache. Und meine Fresse ist das Charme. So, Paralyse haben wir. Dann gehen wir zum Micro. Paralysiert perfekt. Und geben dir einen Piekser. Über Kopf hoch. Ja, okay. Welches Pokémon kommt? Oh, wieder Voldi. Das ist ja super. Na komm. Nochmal. Ah, das wird sogar noch eins überleben. Wie viel Schaden machst du? 9 KP. Ja, komm, das schaffen wir. Hätte es ruhig paralysiert sein können. Besiegt. Und mal kurz vor Level 16. Wie, verloren? Habe ich einfach nicht genug über Pokémon gelernt? Ach, vom Level passen wir so, dass der Schwierigkeitsgrad aktuell... Da ist ein Toxipet.
Das ist, glaube ich, Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Ja. Feuerheiler. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Schüler Joby. Nosby. Okay. Da wäre das Käfer-Pokémon, was ich haben möchte, ja sehr gut. Okay, Micro wird sich wahrscheinlich als erstes entwickeln. Das wird wie die Standardvögel, glaube ich, sein Level 16. Gekauft sie damals und ich glaube bei Starra Lili war das auch so. Weil ich zu spät gemerkt habe, dass das kämpfende Pokémon doch mehr IT bekommt als die restlichen. Ja, kann es ruhig absorben, aber bringt ja auch nichts am Ende. Oh, Volltreffer. Hätte nicht sein müssen. Das war unnötig brutal. Maiko und Freudi. Pflücker. Ja, komm, nehmen wir Fugenschlag weg. Cortini klingt schon wieder wie ein Flug-Pokémon. Pflanzen-Pokémon. Und das. Aber Pflücker macht mir Schaden. Das Pflücker ganz praktisch. Zerstört. Kleptifuchs, Level 15. Och, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Entwicklung? Okay. Wegen. Nehmen wir mal Volley. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Typisch Hopp. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rosé. Oder genau gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rosé nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rosé spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fußteil hast du dir verdient. Kannst du mich heilen? Heil mich. Heil mich. Heil mich. Heil mich. Heil mich. Heile mich. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Ha, bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut. Bye. Oh, da haben wir doch schon mal wieder ein neues. Bockheu? Klonkett. Das wird unser Wasser-Pokémon ersetzen. Weil wir haben zwei Wasser-Pokémon, wir brauchen nicht noch eins. Also bekam ihr Hubs dafür leider verschwinden. Muss ich jetzt so sagen. Ich kann nur sagen, dass Wolli ist, dass... was das Pokémon sein wird. Volley ist das Pokémon, das für mein Käfer-Pokémon verschwinden wird. Hast du Robustheit? Bitte hab Robustheit. Weil das würde ich, glaube ich, fertig machen. Du hast keine Robustheit. Hoppla. Gut, lief etwas kontraproduktiv. Ich habe vielleicht gedacht... Ja, nehmen wir das. Sind ja drei Stück hier.
komm, komm, Cat. Hier ist auch ein Level höher. Darum wollte ich das. Habe ich gesehen. Gespürt. Ich vertraue mein Gefühl halt einfach. Naja. Initiative steigt. Okay. Kann durchaus sein. Interessiert mich nicht. Ja, dreh dich halt nochmal ein bisschen. Bisschen Drehbrum. Aquaknarre. In your face. Tötet dich nur noch. Jackal, ist okay. So, dann fangen wir es. Unser. Oh, verdammt, ich hab einen Heilball. Oh, den hätte ich werfen sollen. Brech mal aus. Brech mal aus. Ausbrechen. Du Mistvieh. Ich meine, yay, wir haben Clownkat gefangen. So, Memion ist Level 16. Kami Herz erlernt Schutzschild. Memion Level 16. Jawohl. Memion entwickelt sich. Der Memion hat sich zu Flagleon weiterentwickelt. Die Farbkombi sieht zwar nicht gerade sehr toll aus, aber okay. Für Flagleon wurde ein neuer Antrag. Das Sekret, das aus seinen Handflächen austritt, formt es zu Wasserkugeln. Dieses nutze es im Kampf für taktisch ausgeklügelte Angriffe. Clownkat. Gestein. Es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. Du sollst ins Team. Und wie gesagt, Kamehubs. Dich, wir haben schon ein Wasser-Pokémon. Deshalb kommt Clownkat rein. Ich glaube, das ist. Moment. Hier, kämpfen. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Was fällt dir ein? Schülerin Mathilde fordert dich heraus. Lilu, so heißt es. Meine Fresse. Mir ist der Name ums Verrecken nicht eingefallen. Tja, guck dir das an. 2 KP. Volltreffer. 2 KP. Oder waren es jetzt 3 KP? Könnte noch 3 gewesen sein. Es waren 3. Okay. Geh mal weg hier, Flilu. Sehr schön. Level 14 für Wally. Raffel. Ja, komm. Wally. Die Musik gefällt mir wirklich sehr. Oh, das war weniger Schaden als gedacht. Und weniger als erwartet. Dann paralysieren wir dich. Um dann das nächste Pokémon reinzuschicken. Du machst mehr Schaden, als ich will. Aber du bist halt ein Normal-Pokémon. Was erwarte ich? Normal-Pokémon sind immer böse. Macht viel Schaden. Kleptifuchs erinnert mich an Pfiffchen. Ich mochte Pfiffchen immer. Oh, das ist ein guter Schaden gewesen. Und Paralyse ist auch noch. Alles klar, damit ist der Kampf gewonnen. Mir ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte einfach nur meine Pokémon zeigen. Okay, wenn es dir Schnurzpiep egal ist. Hier geht's zu TM, oder? Ja, gib mir den Bärenbaum. Gib mir die Bären.
Weiter schütteln. Weiter schütteln. Ja. Zum Glück kommt irgendwann ein Pokémon. Weiter. Kraffe sieht irgendwie niedlich aus mit den vollen Backen da. Ja, brauchen wir nicht. Kugler. Das ist viel toll. Aber Gott sei Dank habe ich das bekommen. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Du sendest dann nicht selber Post und Niederlagen? Postbote Peter. Peter. Botogen. Botogen. Das ist so viel Schaden. Ah, Volltreffer. Das erklärt den Schaden. Gib mir jetzt ein schönes Geschenk, bitte. Ich will geheilt werden. Das ist nicht verfehlt. Gib mir ein Geschenk. Kurz vor Weihnachten kannst du mir aber was Schönes schenken. Au. Heil mich! Sonst wird mein Body bockig. Botogel ist echt so eigentlich perfekte Fugen für so einen Postboten. Hat echt eine gute Klasse da reingebracht. Oh, die Level 15. Brüller. Ja, das lassen wir mal. Da habe ich dir aber versehentlich den Sieg geliefert. Mir wird auch nichts anderes zugestellt. Oh, nein. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um dein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Pokécamp vorbeizuschauen. Mhm, schön. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder ein Vorteil oder ein Nachteil. Oh, danke, dass du mir das jetzt sagst. Schüler Finn. Das ist es! Das will ich haben! Das ist das Pokémon, das ich will! Das ist das Pokémon meiner Begierde! Kann ich jetzt sehen, wo ich es fangen kann? Ich will es haben. Ich will Thermopod. Thermopod. Meins. Haben will. Flicker ist so stark. Level 17, Level 14, Plunket. Wird auch ein Käfer sein, oder? Das sieht komisch aus. Ist das ein Elektrokäfer? Normal effektiv hätte? Nee, ist sehr effektiv. Ach, scheiß auf Spezialangriff, ey. Kleptifox, Level 16. Schaden. Mach nochmal mehr Standpacke und ist physisch. Glaube ich gar nicht mal so schlecht. Kugler weg. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Pokédex, du zeigst mir jetzt, wo es Thermopod gibt.
Es gibt's hier. Thermopod gibt's hier. Thermopod? Verschwinde, Pampam. Ich will Thermopod. Gib mir einen fucking Thermopod. Es ist ein fucking Feuertausendfüßler. Wie kann ich das nicht haben wollen? Ich hab doch richtig geguckt, oder? Thermopod. Habitat. Irgendwo hier ist Thermopod. Ich kann hier irgendwo einen Thermopod fangen. Ich will Thermopod. Thermopod? Da ist es! Meins! Ich will diesen Feuerkäfer. Ich finde diese Feuerkäfer-Kombination einfach cool. Du wirst jetzt nicht besiegt. Wirst du safe nicht. Das ist gut. Wie viel Schaden machst du durch, Wickel? 4. Ich will nicht, dass mein Pokémon. Obwohl. Scheiß drauf. Wolli geht eh raus dafür. Dann kannst du noch einfach Schaden machen. Hi. Danke, Wolli. Das, obwohl ich sowas zu dir sage. Du bist einfach toll. Du wirst irgendwann weiterentwickelt, das sage ich dir. Das kommt definitiv. Der Pokédex muss ja gefüllt werden. Danke für den Kampf. Nächstes Pokémon rufen. Ja, die Erfahrungspunkte geben wir mal den Body. Body ist toll. Heilball. Wollte den Heilball benutzen. Ach, Mann. Brich mal aus. Ausbrechen. Ausbrechen. Nein, ist uncool. Der Ball ist scheiße. Scheiße. Mit dem entzündlichen Gas in seinem Körper erzeugt es Hitze. Die gelben Stellen an seinem Bauch werden besonders heiß. Ich habe ihn in die Box geschickt. Aber ist egal, weil... Muss ich da echt über den Beutel rein? Scheinbar. Okay. Ich hätte auch einmal nach links machen können. Oh. Oh. Ich war der Meinung, es ist möglich. Warte, da! Pokémon-Boxen! Du kannst deine Pokémon in den PC-Boxen der verschiedenen Pokémon selber aufsammeln. Bewegen. Zack. Sie heilen sich nicht. Das ist ja schade. Ich dachte... Nein! Ja, ich will aufhören. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen, oder? Doch, ich habe einen Supertank. Thermopod. Ich habe einen Thermopod. Das ist das, was ich haben wollte. Feuerkäfer. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade dein Zuckerschlecken. Warte, ich peppe deine Pokémon wieder auf. Jawoll! Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Oh,
Das sieht schön aus. Stahlobor, Fleckneu. Sternstück. Ede, Ede. Du findest einen Beleber. Ich werde mal meinen Käfer-Pokémon hier, glaube ich, kein Glück haben. Mein Partner und ich sind ein Dreamteam, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Ich habe das dumme Gefühl. Ich bin hier mit einem Feuer-Käfer-Pokémon so hart im Nachteil. Aber das ist mir egal. Thermopod. Wird einfach rausgehen. Und ich glaube, da wird mein Fleckleon jetzt schön glänzen können. Oh, ist so kurz vor Level 17. Level 17. Aber der Dirk. Okay, das war nicht so ganz so traumhaft. Nicht so ganz so. Oh. Oh. Kamera kann ich hier nicht drehen. Also gehen wir erstmal das Item hier holen. So, Superbälle, das ist so schön. Route 3. Fällt so. Ja. Nicht schlecht für unser Kolo-Pokémon, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Jawohl, Lady. Du hast es drauf. 4.22 Uhr. Ich habe nur noch 2 Stunden, bis ich zur Schule muss. Ah, Pokémon. Aktivalk. Glut. Los geht's. Klaps. Wie viel zieht das ab? Ah. Oh. Okay. Verbrennung wäre natürlich jetzt noch schön, weil der physische Angriff dann halbiert wird. Aber jetzt wäre Feuer erst recht richtig gut, damit es dann down ist nach der nächsten Attacke. Oh, geht nicht down dadurch. Ja. Geh mal weg mit deinen Kampfattacken. Bringt dir gar nichts. Ich werde aber gleich mal kurz unsere Pokémon angucken und die Werte. Oh, weil die Level 16. Klonkett, Level 15. Nee, das hat schon die Fähigkeiten. Blut. Klaps. Oh, nochmal eine Wicke. Um ein bisschen kontinuierlichen Schaden zu machen. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ja, jetzt wo ich weiß, dass ich Steinwurf kann, gehen wir mal auf ein anderes Pokémon. Steinwurf solltest du überleben, auch wenn es sehr effektiv ist. Hoffe ich einfach mal. Ach, okay, Silberblick. Wir sollten schneller sein. Und das besiegen. Ah. Kurz vor Level. Ja, ich will wieder Thermopod, damit es ein bisschen mehr EP bekommt. Und dann gehe ich auch jetzt zu... Ah, gehen wir wieder zum Micro.
Dann haben die beiden, obwohl die haben den Level, das Level ab sowieso schon safe. So kurz davor, wie sie sind. Das ist so gut wie nix. Und das wird so gut wie alles wegmachen. Besiegt. Mako Level 18. Thermopod Level 14. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Gott, sieht hier alles positiv. Mako entwickelt sich. Mako Kranowitz. Es weiß, Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder Wicketseile um Gegner. So, gucken wir uns mal die Pokémon an. Wir haben einmal Thermopod. Indem es sich mit pulverigem Rauch umhüllt, hindert es Angreifer daran, seine Statuswerte zu senken. Ja. Okay. Stoßbach, das kennt man. Okay, Initiative geht, glaube ich, hoch. Der Wert, rot heißt also nach oben. Verteidigung geht hoch. Okay, der höhere Wert. Schade, der Angriff geht runter, aber es ist sowieso ein Spezialangriff-Pokémon, gehe ich mal von aus. Ach, stimmt, das kann die... Oh, stimmt. Das kann Bälle wieder auffangen, zurückholen, wenn... das nicht funktioniert. Das ist doch gut. Die Waffe für ein Pokémon, ja, das ist ausgeglichen. Höhere Verteidigung. Der Spezialangriff ist okay für ein Gesteins-Pokémon. Höhere Verteidigung, dafür etwas niedrigere Initiative. Naja, gut, muss, ist nicht das Beste, aber kann man mit leben. Kann man mit leben, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass mir die Schiene sagt, in welche Richtung es geht. Masse. Ich werde nochmal kurz zurückgehen und die Pokémon heilen. Weil ich will Thermopod weiter trainieren. Und wenn ich Thermopod trainieren möchte, sollte es nicht mit 11 KP hier rumwandern. Sehr schön. Jo. Und wir sind ja noch nicht so weit rein. Von daher. Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinem Pokémon. Ich finde, der Ort sieht schön aus. Luisa. Dicta. Ist halt echt nicht der optimale Ort, um mein Pokémon hier zu trainieren. Ja, komm, Kleptifox, du machst das. Au. Ah, Crit, okay. Und, ja, stimmt, Tick, der war immer sehr schnell. Aber die Verteidigung war nicht das Beste. Rotomorph. Komm, bleib mal dabei. Oh, Stammpauke. Zack, das ist so schnell. Oh, 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 oh. Was nicht lange aushalten.
dafür schön, dass sie die Animation gemacht haben, dass er etwas so Kugel aus Wasser in der Hand formt, wie es der Pokédex einfach sagt. Finde ich cool. Kleptifuchs Level 17. Wie ich gerade gesehen habe, ist ein Spezialangriff da, der Wert, der bei Kleptifuchs gut ist. Ja, merkt man aber, dass der Stampoke da echt gut Damage macht. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Was finde ich? Ein Trainer. Aber der Emil. Plumpe. Nicht so das Pokémon, gegen das mit Thermofort kämpfen möchte. Mit einer vierfach Steinschwäche. Denke, wird ja sehr viel Schaden machen wahrscheinlich. 4 KP. Und Flegelion Level 18. Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch umreißen können. Ja. Wahrscheinlich. Wenn das Item dafür sorgt, dass meine Pokémon instant K.O. gehen, ja. Fein. Äther. Hätte nicht mehr was gebringt, ne? Ne. Supertränke. Jawohl. Oh, guck mal, da ist Dude. Der sich so oberkrass fühlt. Direkt mal super drauf. Bist du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Okay. Soll mich das jetzt irgendwie einschüchtern? Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Hab ich recht oder hab ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ kopiert. Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin noch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Pokémon-Trainer Bettis fordert dich heraus. Monosyto. Okay. Weißt du, was ich da mit Monosyto halte? Zack. Ich muss deinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. Oh ja, da, Konfusion. Oh, das. Au. Das macht mehr Schaden, als ich dachte. Egal. Tschüss, Monosyto. Level 15. Flammenrad. Eine physische Feuerattacke. Unsere Physis ist höher als unser Spezialangriff. Das ist gut zu wissen. Molly Morba. Ich will nur nicht wechseln, damit ich jetzt nochmal ein paar Erfahrungspunkte abstauben kann. Und dann gehe ich halt zu seinem Hardcounter. Kleptifuchs. Oh, Psycho hat keine Wirkung auf das. Das ist jetzt natürlich doof. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt. Ist mir scheißegal. Nochmal Standpauke. Weil... Du hast nichts gern anscheinend gegen ein Unlicht-Pokémon. Du bist um Psycho rein. Plunket Level 16. Das sagt mir leider gar nichts. Ach, was hab ich mir nur dabei gedacht? Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Was bist du?
Du siehst aus wie eine wandelnde Clownsmütze. Aber Psycho. Habe ich jetzt gepokert. Anhand der ersten beiden Pokémon. Am besten teste ich mal an dir die Attacke, die mich in letzter Zeit so fasziniert. So, das ist schon. Oh, eine Fehlattacke. Ungut. Aber easy. Easy. Oh, Crit. Stimmt, hat man ja gehört. Ja. Tschüss, du Psycho-Fee. Pokémon, was auch immer du bist. 6 zu 0, würde ich sagen, ne? Verstehe. Na, was soll's? Ich hab auch nicht ernst gemacht. Natürlich. Komm, ich hab... Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wirst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns hier in einen offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Säckchen Sternstaub. Schöner roter Sand, der sich seitenweich anfühlt. Er ist von geringem Wert. Na, 1000. Waren es, glaube ich. Ist okay. Ah, okay, die ist die Schwester von der Hi-Tussi. Sehr cool. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokécamping werden Pokémon zutraulicher. Wenn du Lust hast, kannst du beim Pokécamp einen Besuch abstatten. Danke für das Angebot, aber nein, danke. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schlüpf ist dann ein Kampf gegen dich. Mauzi. Das Galar-Mauzi. Das sieht aus wie so ein kleiner Teufel, wie der tasmanische Teufel. Von Looney Tunes. Alter. Das war sehr effektiv. Ist das ein Feen-Pokémon? Ich glaube, Feuer war gegen Fee sehr effektiv. Ich bin mit dem Feen-Trieb noch nicht so ganz drin. Zamozel. Flammenrad. Meppo, alles easy hier. Oh, es ist schneller. Verdammt. Aber du schaffst das, Tamipot. Jawohl. Level 16. Kranowitz erreicht Level 19. Okay. Ich glaube, die Level ist auch. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Ah, sehr schön. Klepti-Fox entwickelt sich. Unser Team wird stärker. Es ist halt fast wirklich wie man gegangen. Der Schnurrbart gefällt mir so gar nicht. Gaunux. Es markiert heimlich die Beute, auf die es sein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und steht sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das sieht aus wie so ein Räuber. Aber irgendwie sagt mir das Pokémon nicht so ganz zu. Ich glaube, wir werden... Oh, ein Fritzeblitz. Oh, ein Fritzeblitz. Hör auf, mir hinterher zu reiten. Wir werden Gaunux ersetzen. Gefällt mir nicht so. Vielleicht machen wir dafür Alola Zigzags rein. Alola.
Galar, Zigzags. Ach, Donnerwelle, du Mistvieh. Gegen so einen süßen kleinen Käfer. Noch, du Mistvieh. Ach, mit der Strategie kommen wir, ja. Au. Ich gewinne auch so. Ah, Clonkett Level 17. Sehr schön. Ich glaube, ich werde das so machen, wie ich es will. Du kommst rein. Du bist ja theoretisch ein neues Pokémon, von daher kann ich dich reinnehmen. Und da ich bezweifle, dass Gaunux noch eine weitere Form hat, weil ich wirklich mir relativ sicher bin, dass es sich wie mit Fifien und Magnein verhalten wird hier, kann ich davon ausgehen, dass die Endform ist. Und deshalb, da es mir nicht so zusagt, also Gaunux finde ich nicht so schön. Nein. Oh, ich habe nochmal zu viel A gedrückt. Lag da was? Ja. Ah, das ist auch ein cooles Pokémon. Pikachu brauche ich nicht. Wie gesagt, das wird ein Run mit neuen Pokémon. Ah, Fritzeblitz. Ja gut, dann fange ich dich halt. Für die EP. Oh, hör doch auf damit. Ei. Ja, guckst du doch, hä? Fritzeblitz. Noch, komm. Hab dich nicht so. Du bleibst jetzt einfach da drinnen. Ach, du bist doch ein Mistvieh. Au. Du bleibst da drinnen. Wir werden das schaffen. Ich werde Zigzags nicht auswechseln. Es wird das schaffen. Weil es jetzt drinnen bleibt. Verdammt. Mach's gut, Zigzags. Ich hab gehofft, du schaffst das. Ich habe das Gefühl, Pokémon fangen wurde hier schwerer gemacht, wenn du von den Level drunter bist. Pass auf, ich bin jetzt 3 Level höher. Ich werde jetzt einen Pokéball werfen und es bleibt drinnen. Tränendrüse? Ja, da stehen die Tränen ja, wodurch das Ziel seines Kampfes verliert. Angriff und Gesang, das Ziel sinken. Ach. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg wieder... Also es ist nicht weiter Weg, aber... Mein Gott.
Dann kriegt ihr wahrscheinlich so viel Stuff. Da kann ich auch den Belever jetzt einsetzen. Zickzacks. Zack. Ja, alles wieder gut. Seit gut 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? 50? Ja. Okay. Okay. Ja. Kaufe ich dir ab. Sowas von. Sowas von. Nicht. Ich habe kaum keine Bodenattacken für ein Pokémon. Das ist natürlich nicht ganz so produktiv. Und nicht normal. Dann wäre vielleicht eine Kopfnuss ganz gut. Oh, Schaden ist nicht schlecht. Schaden ist auch nicht schlecht. Sollte aber dann trotzdem noch die nächste Attacke überleben. Trotz gesenkter Verteidigung. Nochmal Silberblick. Ach, jetzt krank, du. Hund, du. Ach, gut. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangssituation fast. Ach, okay. Das wird wehtun. Aber, wie gesagt, das überlebe ich noch. Trotz halber Verteidigung. Sehr schön. Rotozel. Lassen wir einfach noch kurz drinnen, damit er am Kampf teilgenommen hat. Und dann wechseln wir jetzt zu Kranovic. Der Polenvogel hier, Kranovic. Ja, guck mal. Kümmert nicht. Kümmert nicht. Hier, Pflücker. Pflück dich. Zerpflückt. Wollte die Level 18. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, waren es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Ja, das wollte ich schon sagen. Wir wissen hier für dumm verkaufen hier. Spitzenschnabel. Ein langer Schnabel versteckt. Kampf-Items. Kampf-Items. Trainingstasche. Oh, Plateauschuhe. Ist das dann so wie für die Stachler oder Tarnsteine, dass du dadurch keinen Schaden mehr bekommst? Oder wahrscheinlich Stachler, dass du das mit Plateauschuhen umgehen kannst, dass du dann keinen Schaden bekommst. Ja, Voidi. Ah, links gehen wir als nächstes hin. Ich bin ein Evoli, in mir steckt ganz viel Potenzial. Kind Jenny fordert dich heraus. Hast du ein Evoli? Ja. Evoli! Ja, du bist was K.O. Ich weiß Bescheid. Na komm, lass mal Cloquet mal kämpfen hier. Könnte ihm Mikey Facebook beibringen, ne? Angriff Süd. Alles klar, ich glaube, ich kann Cloquet wieder rausholen. Weil der Schaden wahrscheinlich nicht mehr existiert. Ja. Sei gegrüßt, das ist nicht vorhandener Schaden. Nicht vorhandener Schaden, das ist mein Cloquet. Duell. Mein Getränk.
So. Und dann machen wir jetzt ein Flammenrad. Oh, brennt sogar. Wie lucky ist das denn, mit Flammenrad jemanden zu verbrennen? Hat das ganz viel Schaden gemacht, fällt mir gerade auf. Das funktioniert nicht bei mir. Zickzack ist Level 13. Ich bin ein Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial in mir, wie ich dachte. Sie sieht so glücklich aus.